Ja, jetzt machen wir eine halbe Stunde eine Folge, wie man hier versucht wegzukommen. Ach, fragt doch die Henne, ne? Na gut, ich steig aus. Jo, so Leute, willkommen zurück bei Planet Zeit 2, Folge 297. Wunderschöner Einklang von Sven jetzt gerade. Ihr habt ihn ja im Hintergrund ein bisschen fluchen hören. Ah, oh, mein C4 ist schon kaputt. Und ja, Leute, ihr müsst euch das geben. Ich hüpfe an den Brawler ran. P2 ist hier dran. Der sieht mich nicht und ein verbündeter Harris. Er fährt mich über den Haufen, wie ich gerade zünden will. Ich hab's gesehen, so episch, Alter. Oh, Das war mit Sicherheit Futur. Nur Futur schafft die Leute sehen, dass ich C4 legen einfach über zu überfahren. Ich bin noch in der Base und hab da einen weggeholt. Bei dir entschuldige ich mich eh nicht. Hast du nicht verdient. Wo schießt dieser scheiß Terraner? Ich sehe hier rote Schüsse. Hier war gerade noch ein Terraner, aber ich finde ihn nicht mehr. Der ist bei mir hier. Ja, bei Nummer 6 ist tatsächlich ein Terraner. Ja. Gut, hat überlebt. Ich hab's sogar gespottet, Alter. Oh Mann, ich hab nur noch 7 Schuss auf der Seite. Oh, ja, ich hab meinen Panzermin. Ja, schon ich will wieder. Die kaputt machen. Ich hab nur noch 7 Schuss. Jetzt habe ich keinen Schuss mehr. Jetzt muss ich mit der Pistole arbeiten. So, Markus, die Pistole ist bereit. Bist du auch bereit? Balle. So, die Ding ist, die Base ist safe. Wir können weiter. Balle. Ah, ich glaube, Markus, du sollst uns irgendwas nicht holen. Oder willst du da rüberlaufen? Ja, rüberlaufen. Ich hol einen Havaser, Aber ich würde sagen, Sven fährt. Nein, ich fahre. Fahr ich nicht mit. Ich will schießen. Ich schieße, aber ich das Beste will. Da drüben liegt Ammo! Da drüben liegt Ammo! Ich freue mich! Ich kann auch im Flugzeug rein, so ist es nicht. Inzwischen überlebe ich so lange, dass ich die ganze Zeit out of Ammo gehe. Und ich habe schon 2 Kills in 2 Minuten, 4 Minuten. Ja gut, ich bin hier noch hin und her geswitcht. Nein! Was habe ich mir jetzt geholt? Ja. Na, natürlich ein Flash, jawohl. Geil, gleich noch einmal. Sieht ein Flash, ja, inkompetent Person. Maul halten, oh, Wasser. Ja, jetzt habe ich hier, ich brauche so. Killserien brauche ich noch jede Menge. Womit macht ihr am besten Killserien mit dem Sniper? Waypoint! Ich muss mit dem Sanitäter spielen. Oder mit dem Ingenieur und Munition ausgeben. Ich spiele ein Ingi. Also Leute, wenn ihr einen inkompetenten Mitarbeiter haben wollt, dann geht einfach zu Futter. Ja, meldet euch bei dem, der ist immer freiwillig und inkompetent. Wo seid denn ihr? Ich bin am Wegpunkt, ihr seid nicht natürlich am Wegpunkt. Natürlich sind wir am Wegpunkt, Alter. Natürlich, Digga. Mal gucken. Da hüben seid ihr, ja, Sven ist da. Überfährt er mich, warte, jetzt überfährt er mich. Ich bleib hier einfach stehen und... Oh, Glück gehabt, der Fels hat mich gerettet. Ja, sei froh, dass mein Turbo schon aufgebraucht hat, sonst wäre ich drüber gesprungen. Alter, willst du mich jetzt mal mitnehmen? Du hast kein Gunner. Ach so? Bongo. Ich glaub, du weißt, wo du hinfahren... Dann schafft das nicht, weil ich zu überfahren, wie er es versucht. Oder bist du so scheiße. Also. Er versucht mich zu überfahren und dann trifft er mich nicht mal. So, steig ein jetzt. Ein Schwarz mit der Teil. Da hinten wir. Da wo ich hinguck, kommt mal rein in die Base. Man ist schon drinnen, ihr müsst einfach durchs Tor gehen. Nein, ihr müsst mit dem Harris reinfahren. Wie ist denn da rein? Soll ich da über die Mauer springen? Da wo ich hinguck. Siehst du nicht, wo ich hinguck? Machst du Augen auf. Ja, jetzt links. Da hoch. Da den Weg. Siehst du den Weg direkt vor deiner Nase? Ja, genau den. Ja, genau, Digga, jetzt am besten springst du ins Gebäude, wo du nicht mehr wegkommst. Das war ein sehr schlauer Move. Weg, hinter mir. Geh weg! Er kennt den Weg nicht, aber fährt erst einmal mit Turbo rein und fliegt durch die halbe Base. Und jetzt hat er sich festgefangen, dass er nie wieder wegkommt. Das ist halt wieder typische Futur. Darum will jemand mit Futur fahren. Ja, ich komme echt nicht mehr weg. Ja, jetzt machen wir eine halbe Stunde eine Folge, wie man hier versucht wegzukommen. Ach, frag doch die Henne, ne? Na gut, ich steig aus, scheiß Wagen. Warte, du kannst es ja probieren, wenn du willst. Hier, hab's in. Da kommt man nicht mehr weg, das weiß ich auch. Ich wäre auch nicht mit Turbo hier hingesprungen, ganz ehrlich. Wie behindert kann man eigentlich sein? Schwitz. Ist so scheißegal. Hat der Harrison mit der Helmet findet einen Weg in den Base rein und jumpt erstmal wohin, wo er aber nicht mehr wegkommt. Und dann, wo ich ihm sag, dass man da gleich nicht mehr wegkommt, gibt er einfach Gas und fährt an eine Stelle, wo er wirklich nicht mehr wegkommt. Ja, das war jetzt künstlerisch. Das war jetzt der Vorführeffekt. Vorführeffekt? Also ist bei dir eigentlich immer der Standardverhalten. Das Vorführeffekt ist so ähnlich. Mein schöner Havasa. Ja, der steht jetzt hier. Nicht zu viel gleich. Ich muss ihn erlösen von seinem Bösen.
bin Gott, ich erlöse ihn von dem Bösen. Das heißt, wieder von hinten geklaut. Ja. Udo hat keine eigenen Sprüche, das solltet ihr inzwischen alle verstanden haben. Das ist halt so unlustig, wisst ihr das? Warum lustig? Das ist kein Witz. Weißt du das? Das ist natürlich unlustig. Versteht auch nicht, was lustig und was nicht lustig ist. Ihr seid beispielsweise nicht lustig. Also ich zumindest. Boah, der schießt einfach auf meine Panzermine und tötet mich damit. Wie behindert ist der Mongo? Alter, wer hat auf mein CP geschossen? Aber ich hab den Kill gekriegt, ist mir egal. Ja, yeah, ich werde wieder belebt. Ich nicht. Aha, das ist halt ein Noob. Also ich hab ja, den Lightning gekillt, wo in der Base nicht viel versprechen, aber... Ja. Eine weitere... Oh, oh Leute, wieder hoch, wir sind vorne. Das schaffst du lauf. Er hat mich! Natürlich, ich bin Pro hier. Boah, Alter. Was habt ihr jetzt schon wieder gemacht? Ja, ich hab uns wiederbelebt, Alter. Aber so richtig krass kann ich sein. Epic Moment, Alter. Ja, Spawncampen halt. Spawncampen. Ja, Spawncamp will ich auch, ich sehe den rot-gelben Stern nicht. Also da hinten bist du. In Sicherheit, meinst du? Punkt, Alter. Guck mal, wo ich bin. Ich bin hier an der Front. Also das ist ein letztes. Tot. Fuck! Ich hab Selbstmord begangen. Einfach so, ich bin explodiert. Boom, Selbstmord. Markus? Ja, ja, ich bin schon. Selbe Stelle. Da. Boom, ich weiß, Selbstmord. Ich seh dich, ja. Na, Sandy ist weg. Scheiße. Oh, da hat jemand das One-Beacon gesetzt. Selbstmord da. Was auch immer das war. Deine Inkompetenz. Ja, das habe ich gerade gemacht und ich bin einfach explodiert dabei. Boom. Dann warst du. Wo hast du die Panzermine hingeschmissen? Vielleicht. Ja, aber du darfst ja nur nicht auf das Pad. Ah, das Pad ist direkt am Schild. Oh, da ist der Spion. Ja, genau. Oh, ja. Das hat mich nämlich eben auch gekillt. Bist du auch explodiert? Nein, aber verbindet da. Ja, eben schon. Ich explodiert die ganze Zeit. Von deinem Panzermine, Alter. Von meinen Panzerminen? Ja. Aber die im Nachhinein explodiert die Fall nicht mehr. Da vorne liegt ein Toter. Hä, das ist einfach explodiert die Panzermine und dann ist er gestorben. Wenn er stehen würde, würde ich mich jetzt wundern. Die einfach. Wenn er tot ist. Ja, die ist einfach explodiert und dann ist er gestorben. Die Ulo wurde. Schon das zweite Mal hintereinander. Alter, ich mache heute Kills, das ist ja nicht mehr Alter, schön. Alter, diese Max, die ist so am Abgrund ihres Lebens andauernd. Die ist immer so mit dem Millifutze rot. Ah, das ist Mützetes. My Kids. Ja. Ach so, laden doch halt mal ein. Der mag mich. Dich nicht, mich mag. Dich mag keiner. Ja, du magst mich nicht, das weiß ich. Du verehrst mich, du betest mich an. Genau. Könnt ihr jetzt was übelst Böses sagen? Ich habe ihn mal darum gebeten, hallo rechtsradikal zu sagen. Rechtsradikal wäre aber naja. Nein! Mann, komm mir! Ach, der eine rennt mal wieder voll über die Waffe. Ich glaube, ich mal wieder. Dom, bist du Futter? Ich werde dir nicht wiederbeleben. Ja, egal, ist ein anderer. Ja, den werde ich wiederbeleben, aber dich nicht. Nein, der ist weggegangen, aber ich will dich T-Baggen. Aber dich werde ich T-Baggen. Oh, nein! Aber dich T-Baggen ist geil. Aber es gibt XP mit dich, Alter. Nein, aber gibt's nicht. Echt? Oh, du hast daneben geschossen, Alter. Ja, ich bin schon. Ist echt schlecht. Nein, ich hab gar nicht auf dich geschossen. Genau. Wie ich auch sagen. Hab ich. Achso, mir uns könnt ihr die Basis schon. Schade. Boah, schlau Meier. Ist so ein kompetenter Junge. Wollen wir jetzt in dein Biolabor rush, ne? Wir wollen ja auch schon. Also ein bisschen Biolabor fight hat doch was. Biolab. Sorry, komm. Ist echt schlecht, ne? Oh, Mitzitas hat heiz vor YouTube gesagt. Explodieren aber irgendwelche Leute die ganze Zeit, Alter. Wo denn? Ah, nein. Hab doch, gar nichts gesagt. Ich hab 10 gesagt, sag hallo zu YouTube und der hat mir Hi geschrieben. Ja, das sehe ich auch, du Held. Warum bleib nicht liegen? Hol jemand mal. Aber schau, ich habe ihn erwähnt, also hat er indirekt ja doch Hi zu YouTube gesagt. Da schau mal, gute Munition. Ja, jetzt schon. Ey, wir wollen jetzt in ein Biolabor rein, ne? Ja, gib mir mal ein Fahrzeug oder so. Oh Mann, Futter, ich sag, wir gehen in ein Biolabor rein, gib mir ein Fahrzeug oder so. Aber wir kommen ja hin. Jumppad auf der anderen Seite der Base. Benutz deine Füße. Wo ist denn das Jumppad? Sag doch einfach. Ah, ich will eben. Mach mal Wegpunkt. Dein Bett ist da. Siehst du? Geht doch. Ja, nur weil ihr alle keine Ahnung groß habt. Gejammer. Ach, Futur, stirb einfach. Soll ich ihn töten? Dann ist schon fast geschehen. Bist Platine-Leader. Ja, ich bin nur Top-Leader. Ja, ich hab Platine, Alter, aber ganz viele Top-Leader. Davon. Top-Leader bist du. Platine. Dann befehl töte ich ihn. Und du sagst, töte, dann töte. Ja, Futur, vor allem, ich sag, wir nehmen das Jump-Pad und Futur rennt erst einmal zum Teleporter.